Mal angedeutet, dass es jetzt immer konkreter wird. Und heute haben wir eine Referentin bei uns, das ist Jutta Sundermann, die von der Aktion Agrar, Landwende jetzt, Ausrufezeichen, kommt. Das heißt, es geht jetzt auch wirklich um Aktivismus. Das steht auch in ihrer Biografie, die sie mir gesendet haben. Da steht dann unter anderem Jahrgang 71, aufgewachsen auf dem Land, schon mal wichtig, in Südhessen, mit einem benachbarten Milchviehbetrieb als dem wichtigsten jugendlichen Sozialisationsort. Sie sind freie Journalistin und, wie Sie selbst schreiben, Aktivistin, dann auch Mutter zweier erwachsener Kinder. Spontan dachte ich in dem Moment, das bin ich auch, aber nein, das stimmt nicht. Vater zwei erwachsener Kinder, das sagen wir gemeinsam, beiden erwachsenen Kinder. Der Aktivismus, der steht heute im Vordergrund. Wir hatten das ja schon bei den vergangenen Vorträgen, dass es immer mal auch um die Frage ging, wie machen wir es denn? Also die Zielvorstellung, die wird eigentlich immer konkreter, immer genauer. Aber wie kann man das, was wir uns zunehmend hier als Ziel setzen oder als Ziel erkennen, wie kann man das konkret im politischen Geschäft erreichen? Da ist die Aktivistenszene tatsächlich angesprochen und gefordert. Und an der Stelle muss ich gestehen, so ganz einfach ist das eigentlich gar nicht, das in eine wissenschaftliche Ringvorlesung hineinzupacken. Denn zumindest in früheren Jahrzehnten war es ja üblich, dass sich die Wissenschaft von den Niederungen der Politik, den Niederungen des Aktivismus lieber fernhielt und selbst sich darauf konzentriert, im akademischen Elfenbeinturm ein feines Dasein zu führen, hat sich inzwischen verändert. Und in einer anderen Ringvorlesung vom Sommersemester 2013, Mensch braucht mehr mit Doppel-E geschrieben, da hatten wir dann auch eine Session mit Aktivisten, die stellte sich als die am begeistertsten Wirkende in der gesamten Ringvorlesungsreihe heraus, weil sie natürlich auf einzigartige Weise das Plenum anzusprechen in der Lage war. Vielleicht springt auch heute so richtig der Funke über. Frau Sundermann, das hoffe ich mir jetzt eigentlich für uns, fürs Plenum, für Sie natürlich auch. Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank. Ich bin auch gespannt, wie es wohl werden mag. Und klar, ich glaube, jetzt für die nächste halbe Stunde ist es so, ich stehe hier vorne und ihr sitzt alle oder Sie sitzen alle auf Ihren Plätzen. Das funktioniert aber natürlich nicht, wenn man wirklich was verändern will. Da kommt das wirklich auf jeden an, der sich auch mit einbringt. Und ich bin sehr neugierig. Bevor ich losgehe, würde ich super gerne wissen, wer von euch und von Ihnen selber tätig ist in der Landwirtschaft und vielleicht da tägliche Erfahrungen hat und hier mitgebracht hat. Keiner? Okay, das wäre schade, aber manchmal ist das so. Und wer von euch oder Ihnen ist engagiert bereits in irgendeiner Form, in einer Alternativinitiative oder auch in einer Auseinandersetzung für die Agrarwende? Na, ich weiß es ganz genau, weiß ich noch nicht, aber es ist auf jeden Fall spannend, wir können quasi loslegen. Auf jeden Fall kritisch bleiben, das ist immer so, wenn jemand hier vorne steht und was erzählt, erzählt er das nicht. Seine oder ihre eigene Brille, da ist es gut zu fragen, ob man das glauben mag oder nicht. Ich finde es in der Tat gut, dass aktive Zugänge und auch die Auseinandersetzung und Veränderung der Gesellschaft, das hineinkommt in die Uni. Wenn man das nicht täte, wäre das Ungleichgewicht noch viel krasser. Denn es gibt überhaupt gar keinen wissenschaftlichen Elfenbeinturm, den hat es so auch noch nie gegeben. Und in den letzten Jahrzehnten ist aber nochmal durch das Stichwort Drittmittel nochmal was ganz anderes passiert. Ja, Wissenschaft ist so viel mehr abhängig geworden von Unternehmensinteressen, die man als Partner und als Finanziers gewinnen kann. Das gilt auch im landwirtschaftlichen Bereich, das gilt auch an den landwirtschaftlichen Fakultäten. Und das muss man sich auch bewusst machen. Da gilt auch, lasst den Kopf angeschaltet und überlegt, an welchen Stellen sind das wirklich gute Argumente und an welchen Stellen sollte man sich was abziehen, weil da ein Verkaufsinteresse dahinter steht oder eine spätere Vermarktungsperspektive, auch von Erkenntnissen aus der Wissenschaft in ihrem Turm. Ja, Agrarwende ist eigentlich, finde ich, sehr spannend, auch als gesellschaftliches Streitfeld, da passiert in letzter Zeit sehr viel. Ich habe leider ja nicht teilnehmen können an den letzten Veranstaltungen der Reihe. Ich erlebe vor allem jeden Tag im ganzen Land, dass sich
Ich weiß nicht, ob ich jetzt beim ersten Teil relativ schnell durchgehen kann. Ich habe nämlich mir überlegt, ich möchte gerne in 5 Teilen meinen einen Beitrag aufbauen. Zuerst nochmal gucken, was meint die da überhaupt, wenn sie sagt, Agrarwende, wo soll es überhaupt hingehen? Dann zu schauen, wer sind die Agentinnen und Agenten der Agrarwende, wer macht denn die eigentlich, woher kommt die irgendwann? Und am dritten steht schon, ich meine, dass da viele sich zusammentun müssen, damit das gelingt, das würde ich gerne dann nochmal ansprechen. Streit tut Not, habe ich eben schon gesagt, das möchte ich dann nachher nochmal passend ausführen. Und unter dem letzten Punkt, der dürfte, glaube ich, auch nochmal breiter werden, da habe ich auch natürlich großes Interesse an Rückfragen. Da geht es um Beispiele, was denn Menschen im Moment im ganzen Land tun. Vielleicht Dinge, die ihr, die sie auch selber tun können, oder Dinge, die noch nicht gescheit gedacht sind und noch weiterentwickelt gehören, das ist auch im Gebiet. Es ist eine große Liste von Slogans, von Zielen, von Forderungen, die aus der Bewegung für die Agrarwende kommt. Und jeder dieser Begriffe klingt erstmal immer ein bisschen kurz und wir können die heute Abend, werden heute Abend nicht ausführlichst betrachten. Ich gehe davon aus, dass einiges auch in den letzten Vorlesungen schon war. Die Forderung auf ganz vielen Transparenten ganz vorne, Bauernhöfe statt Agrarfabriken, für eine gentechnikfreie Landwirtschaft, für eine andere europäische Agrarpolitik, für gute und wertgeschätzte Nahrung, wo viele eine Bringschuld haben und man sich nochmal andere Strukturen genau über die direkte Landwirtschaft hinaus angucken muss, aber auch für die Menschheit zukünftig ganz zentral entscheidende Ziele, wie die Frage, wie halten wir es mit Klimaschutz und Artenvielfalt und kann es sowas geben wie eine weltverträgliche und enkeltaugliche Landwirtschaft und Produktion unserer aller Nahrung. Bauernhöfe statt Agrarfabriken, das ist ganz schön viel. Das ist auch der Name eines Netzwerkes, was bundesweit an über 200 Orten, meistens auf dem Lande, arbeitet. Bürgerinitiativen, die sich wehren, weil sie erleben, dass direkt vor ihrer Nase ein ganz, ganz neuer, noch größerer Stall für Zehntausende von Schweinen, für Hunderttausende von Hühnern und inzwischen für auch Tausende von Kühen angemeldet wird und die dann sich schlau machen. Was passiert hier? Sich auch wehren, auf rechtlichem Wege, auf politischem Wege, mit Information und Aktion. Und gleichzeitig ist es aber auch eine Zielvorstellung, zu sagen, Bauernhöfe, das ist sicherlich heute nicht mehr das Bilderbuchbild, was wir im Kinderzimmer irgendwo noch liegen haben, mit der einen Kuh auf der Wiese und der glücklichen Bäuerin daneben. Und, da hat sich ganz viel verändert. Da verändert sich die ganze Zeit auch vieles und das ist auch okay so. Da ist es auch sehr, sehr gut rauszugehen und selber zu gucken, was passiert auf dem Land. Aber zu sagen, wir brauchen bäuerliche Betriebe, Betriebe, in denen Menschen auf einem Hof wirtschaften mit der Perspektive, das über Generationen noch weiter zu tun, das ist total zentral, weil wir haben im Moment einen Trend hin zur Agrarindustrie und dann kommen da Leute hin, die gucken aufs nächste Quartalergebnis bzw. auf relativ kurzfristig realisierbare Gewinnmöglichkeiten. Dann sind wir ganz woanders. Wir haben immer mehr Banken, die Bauern dazu zwingen, mehr Geld aufzunehmen, als sie selber je wieder erwirtschaften können und dann einen Investor mit dazu packen. Da verändert sich Agrarstruktur teilweise unter unseren Augen und teilweise auch da, wo wir es nicht direkt merken. Wir haben an vielen Orten schöne Alternativen und wesentliche Alternativen, die aber oft noch die Gemeinsamkeit haben, dass sie in so einer Nische sind, dass sie viel zu klein sind, dass viel zu wenig Menschen sich einmal in der Woche oder einmal im Monat auf den Weg machen zu dem Hof um die Ecke und da direkt abholen, was sie brauchen. Da gibt es noch ganz, ganz viel zu tun und da gibt es auch politisch Weichen zu stellen, dass diese direkte Vermarktung und dezentrale Verarbeitung und Vertrieb ganz anders vorankommen. Wir haben immer mehr Menschen, die sich wehren, Netzwerke von jungen Bäuerinnen und Bauern, die sagen, halt, wer heute in die Landwirtschaft einsteigen will, kriegt tatsächlich einen Hof, weil so viele Höfe gar keine Nachfolge haben. Aber an Land zu kommen, ist ganz schön schwierig geworden. Die Pachtpreise und die Kaufpreise für Land sind massiv nach oben gegangen und wir haben eine Konzentration des Eigentums in den Händen von so wenigen. Bauernhöfe statt Agrarfabriken ist immer ganz stark auch die Auseinandersetzung darum, wie soll Tierhaltung in der Zukunft aussehen. Flächengebundene Tierhaltung, ja schon als Fachbegriff, dass darum geht, dass die Tierzahl zu dem Land passen soll. Dass die Tiere im Prinzip von dem Land ernährt werden können und mit ihren Ausscheidungen dieses Land auch fruchtbarer machen können. Was eine Kreislaufwirtschaft ist, kann man so schön einfach erklären. In unserer Praxis heutzutage sieht das ganz, ganz anders aus. Beziehungsweise es gibt jetzt schon ein bisschen abenteuerliche Argumentationsmuster. Mir haben schon Bauernverbandsvertreter erklärt,
flächengebundene Tierhaltung bedeutet. Wenn man sich das ganze Bundesland Brandenburg anguckt, da geht noch was, die Tierhaltungsdichte ist viel geringer als in Niedersachsen. Und wir haben zu diskutieren über den Einsatz, passiert auch gerade an vielen Stellen, wie kann man weniger Pestizideinsatz und weniger Tierantibiotika verwenden. Letzteres ist inzwischen auch schon ganz weit oben auf der Agenda, zum Beispiel der G7 gelandet, weil die Sorge vor einem vor einem Zeitalter ohne Medikamente, die wir heute noch verwenden können. Das ist ein ganz, ganz dramatisches Thema, weil immer mehr Resistenzen aufkommen. Wir haben aus der Tierschutzszene die Forderung, die sich eigentlich auch sehr eingängig erstmal anhört und finde ich einen sehr zentralen Punkt darstellt. Wir brauchen Ställe, die an die Bedürfnisse der Tiere angepasst werden. Und wir können nicht umgekehrt denken, dass wir die Tiere an die Ställe anpassen. Leider ist aber das Realität. Die Schweine kriegen die Schwänze abgeschnitten, die Hühner die Schnabelspitzen, die Kühe die Hörner. Das ist systematisch so geworden, weil die Ställe für viel enger, viel dichter, viel langweiligeres Aufziehen konzipiert worden sind und sich das dann nahelegt, was im Moment passiert, aber was für die Tiere ein grausamer Einschnitt ist. Gentechnikfreie Landwirtschaft ist schon lange ein Thema, auch ein Thema, was viel zusammengebracht hat von der heutigen Bewegung für die Agrarwende, wo Bäuerinnen und Bauern gesagt haben, Gentechnik kommt uns nicht auf den Acker, wo Bäuerinnen und Bauern zusammen mit Verbraucherinnen sich entschieden haben, weder auf den Acker noch in den Futtertrog, wir brauchen in der Zukunft eine Zucht, eine Pflanzenzucht, die auf Vielfalt setzt und nicht auf wenige patentierte Monopolsorten. Wir haben schon jetzt ein Problem, dass der Saatgutmarkt in den Händen von sehr wenigen großen Unternehmen liegt. Da muss was dagegen gemacht werden. Die Gentechnik ist der Turbo, das noch zu verschärfen. Und auch die Kennzeichnung gentechnisch veränderter Lebensmittel lässt noch sehr zu wünschen übrig. Ich kann euch das sagen, ihr wisst es wahrscheinlich auch, dass wenn man konventionelle Milch, konventionelle Eier, konventionelle Fleischprodukte kauft, hat man fast immer das mit im Einkaufskorb, weil da keine Kennzeichnungspflicht vorliegt für das, was die Tiere in ihrem Futter drin hatten. Komplexer wird es, wenn wir auch über europäische Agrarpolitik reden. Ich bin aber überzeugt davon, dass wir genau das auch tun müssen und ich werde nachher auch ein bisschen erzählen, was sich dazu schon an Aktionen entwickelt. Europäische Agrarpolitik bedeutet nämlich, dass wir alle, beziehungsweise dann ausgeführt von Brüssel aus, aber richtig viel Geld in die Hand nehmen, um Landwirtschaft finanziell zu unterstützen. Und da die Frage ist, wie geht das in Zukunft? Wie kommen wir dahin, dass die Förderung an der Landwirtschaft dient, die für Mensch, für Tier und Umwelt gut ist? Und wie kommen wir weg auch von einem, meiner Überzeugung nach, einem Irrweg, auf dem diese europäische Agrarpolitik seit vielen Jahren segelt? Die läuft ganz stark unter der Prämisse, wir wollen die europäische Landwirtschaft noch fitter für den Weltmarkt machen. Dieses Wir ernähren die Welt ist ein ganz verhängnisvoller Slogan, den hört man auch jedes Mal in der Debatte in den USA, wenn sich da die großen Landkonzerne oder die großen Agrarchemieunternehmen zu Wort melden. Wir ernähren die Welt heißt in der Folge, aber viel zu oft, wir verbreiten Hunger und zerstören ländliche Entwicklung in anderen Regionen der Erde. Da muss man ran und über die europäische Agrarpolitik, die wird mit viel Aufwand und mit massivem Einsatz von Lobbyisten alle 7 Jahre in Brüssel neu auf den Weg gebracht. Da gibt es bereits zunehmende Einmischungen, da muss noch viel mehr her. Und dann geht es wirklich darum zu gucken, wie entwickeln wir diese Förderung so, dass sie nicht wie heute die großen ständig befördert, sondern wirklich die vielfältige und nachhaltige Alternative. Beim Thema gute, wertgeschätzte Nahrung sage ich jetzt gar nicht so viel zum Thema, dass wir eine möglichst gesunde Nahrung und wenig belastet mit irgendwelchen Pestiziden, dass wir keine Gentechnik und keine Klonfleischprodukte irgendwo haben wollen, sondern ich rede auch darüber und ganz bewusst, dass wir auch diese Wertschätzung muss sich auch ausdrücken in Preisen. Es ist auch notwendig, dass wer auf dem Lande arbeitet, in der Landwirtschaft, jeden Tag eine gute Arbeit hinlegt und Produkte herbeibringt, dass der auch faires Geld dafür bekommt. Und dem steht vieles im Weg. Da müssen wir reden über Supermärkte, da müssen wir darüber reden, wie kann man diese Marktmacht brechen. Wir haben heute 5 Supermarktketten, Lebensmitteleinzelhandelsketten, die 90% des Marktes kontrollieren. 4 davon schaffen allein 85%. Es sind in der Reihenfolge erst Edeka, dann Rewe, dann Lidl, dann Aldi. Und die miteinander bestimmen quasi 85% aller Lebensmittel, die wir in diesem Land einkaufen. Wir haben ja auch jede Menge Töchter.
glaube, man muss da nochmal hingucken und stellt dann fest, ah, Penny, ah, K, kenne ich, der gehört dazu und da gibt es noch Netto und das gehört auch zu einem der Riesen. Wenn man sich das anguckt, dann sieht man aber, dass wir da auch was zu diskutieren haben. Und selbstverständlich hat das Wirtschaften auf dem Lande ganz, ganz viel auch damit zu tun, mit Zukunftsfragen. Wie sieht es in Zukunft aus mit unserem Wasser, mit unserem Boden? Wie sieht es aus mit der Vielfalt, sowohl auf dem Acker, was angebaut wird, an Getreiden, an Gemüsen, welche Tiere dort leben, welche Haustierrassen, Nutztierrassen verwendet werden und aber auch, was draußen in der Natur übrig bleibt, weil es ja miteinander zu tun hat. Wir haben ja keine Zäune und Plastikfolie dazwischen. Wenn ganz große Ställe jede Menge Ammoniak ausgasen, dann gehen rundherum die Moore kaputt und dann sind sie weg und dann sind all die Tiere und Pflanzen, die dort gelebt haben, auch weg. Ja, also im Prinzip schließt es nochmal an. Wir haben aber tatsächlich dann auch nochmal über Politikfelder zu reden, die Handelspolitik.